Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Hier ist schon wieder ein Vieh zu einer neuen Folge Hexet. Hallo, hallo. Hallo. Wir stehen hier, glaube ich, schon eine Viertelstunde im Labern und werden die ganze Zeit angegriffen. Ist voll klasse hier. So, und wir sind immer noch unten. Wir sind gerade erst runtergegangen. Ja, also, genau. Okay, wir sind also alles neu. Lass mal diesmal das Geschick da irgendwie durchsuchen. Wir gehen immer rechts. Geschickt. Er hat geschickt gesagt. Super. In unserer Konstellation. Ja, nee, ist ja klar. Oh Gott, es laggt. Aber ich habe den Server hochgestellt, es darf ja nicht gar nicht mal lecken. Es leckt. Aber es darf nicht mal lecken. Ja. Guck mal, ich habe die Kiste gelootet, obwohl das Eisen noch dran ist. Cool. Doch super. Hier ist schon mal Ende. Ja, ich habe es weggeschlagen, die Kiste geöffnet, dann kam das Eisen zurück. Cool. Sehr schön. Ah, was wollte ich denn jetzt sagen? Wir sollten uns vielleicht, bevor wir dann irgendwann den Twilight Forest hier ein bisschen weiter erkunden, darüber Gedanken machen, vielleicht doch endlich mal unser Schmiedegedöns-Projekt umzusetzen, ne? Ja, aber wir wollten doch ein Labyrinth finden, oder sollten doch sogar. Das ist doch das Labyrinth. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht durch. Wer weiß, wie viele Ebenen das hat. So, und sehr geehrter Herr Dalu. Nehmen Sie bitte das Leder immer brav mit. Danke. Habe ich keinen Platz für, dann gib mir einen Rucksack. Ich meine, der Rucksack ist auch schon so voll. Ich habe nämlich jetzt übrigens offscreen für die Leute, die sich vielleicht wundern, diese blöde Magnetismus-Rüstung ausgezogen. Ein bisschen mein Inventar sortiert. Wie nervig. Ja, so ein bisschen. Ist das dein Diaschwert oder hat er eins... Oh Gott, ich bin genau mittendrin. Was willst du denn mal mir vorbei? Du hast mich da reingeschubst. Ich habe dich gar nicht reingeschubst. Du drängelst dich immer vor. So. Ich beschütze dich halt. Ah, du beschützt mich? Ja. Seit wann? Hier in dem Labyrinth. Ach so. Bis du halt und wieder wegläufst. Ach so, nach dem Labyrinth ist mit Beschützen wieder vorbei. So, entweder haben wir jetzt schon direkt den richtigen Gang gefunden, weil der geht anscheinend weit weg. Weit, weit weg. Miau. Hallo. Ja, gestern kam keine Folge, wir Bösen haben keine hochgeladen. Ne? Ha, ich hatte gestern eine hochgeladen, weil ich aus Versehen einen anderen Tag vergessen habe. Boah, kannst du Oh, ich brenne und ich bin blind und Schleim. Hast du gut gemacht. Was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Schleimen? Sticky Pistons. Super, was machen wir mit Sticky Pistons? Fallen. Andere Super. Spiele. Ich brenne, ich bin blind. Ja, aber wieso gibt's denn hier unten nur Schleim? Keine Ahnung. Weiß es können oder so? Jetzt haben die mein Schwert geklaut. Die haben mir vorher auch ein Schwert geklaut. Das ist ein neues Schwert. Du hast gerade, ich habe meins gerade verloren, es lag am Boden und du hast es aufgehoben. Oh. Willst du es wieder haben? Ja, und ich glaube, die haben deine Rüstung geklaut. Was? Nee. Im Inventar. Ich glaube, die klauen aus anderem Inventar. Kannst du mir mal kurz mein Schwert zuwerfen? Ja, ist doch da, mach doch die Wo Augen denn? Auf. Ja, vor dir. Ja, also. Oh, Mensch. Da, Lu. Wieder nur Mist. Hast du einen Rucksack? Ja, aber der ist voll. Gasse die Sack. Mal auf hier. Ich glaube, das ist voll richtig und so. Okay. Ich glaube schon, dass wir irgendwie nach zu einem Ende kommen oder so. Also, ja. Dafür ist der Gang wirklich diesmal extrem lang. Ja, und vor allem, da wartet ja dann ein Boss auf uns, ne? Echt? Boah. Ja, natürlich. Ja, was denkst du denn? Hexet und Dungeon und Gedöns? Ja, der Guardian vom Turm ist auch kein Boss. Ja, aber da glaube ich, wartet was Größeres auf uns hier. So. Oh oh, Spinne! Der Schleim ist halt super nervig, weil es ganz, ganz viele Gegner sind. Und halt auch noch alle immer Mist droppen. Jo. So, was ist hier? Hier ist ein Seitengang. Du brennst, nur mal so nebenbei bemerkt. Jetzt nicht mehr. Hallo? Wieso läuft der immer so an einen vorbei? Ja, der charged. Der charged, okay. Wups, und weg ist er. Ja. Und? Ja, Mann, nee. Wieder ein Seitengang. Aber das sieht schon mal... Ah, das könnte auch der Anfang wieder sein. Nehmen wir hier die mit. Ich nehme die Fackeln mit. Könnt die auch mit irgendwas wegschlagen, was nichts verbraucht, wenn man an die Wände kommt. Ein Iron Wood Sword. Eisenholz. Hört sich jetzt nicht unbedingt sonderlich stark an. Ach, das ist wieder so ein Dungeon-Gedöns-Dings. Mhm.
Ich glaube, du bist angegriffen worden. Nee, er ist schon tot. Wo bist denn du gerade? Na, da wo du bist, nur anders. Also hinter dir jetzt. So. Wieso lootest du die Kisten denn nicht? Ja, weil du immer lootest. So, naja, Quatsch. So, wir müssen weiter nach rechts, haben wir gesagt. Ja. Ende. Super. Also da lang. Wie viele Fackeln hast du noch? 63. Ah, gut, dann musst du jetzt vorgehen. Und 33. Ich kann dir auch welche geben. Ich habe noch jede Menge. So. Ich habe noch ganz viele Fackeln. Ich hatte nämlich noch einen Stack Fackeln im Inventar. Das haben mir die Zuschauer freundlicherweise gesagt. Von dem wusste ich gar nichts. Hast bestimmt wieder irgendwann aufgehoben, hast den nicht gehört. Natürlich, ich habe dir deine aus dem Inventar geklaut. Und das hier. Ich hab da gerade was eingesammelt. Ich hab einen Hexical Diamond. Ich hab einen Hexical Diamond. Was? Die klauen doch Sachen. Echt? Hier schon wieder? Ja, man weiß es nicht. Hier liegen überall auf einmal enchantete Sachen rum. Hm. Ja, wer weiß, vielleicht machen die das wirklich. Also übrigens werden wir den Weg aus diesem Labyrinth nie wiederfinden. Da, der! Oh, ein riesiger Pilz! Ein Minotauren-Mushroom. Ja, das ist der Boss. Das ist wirklich ein Boss? Ja, das ist der Boss. Das wurde uns geschrieben in die Kommentare, dass hier kommt voll die Pilzkuh-Boss und so. Warte, da kommen erstmal noch Pilzkuh. Minotauren. So. Und wir schmeißen mal Mist weg. Das heißt, ich mache hier jetzt ein Loch rein. Da. Da greife ich das Ding jetzt an. Also er brennt jetzt. Uah! Ich hab mich geschlagen! Wir sehen seine HP nicht, wahrscheinlich weil wir da rein müssen. Ich sehe sie nicht. Ja, jetzt hat er noch. Also er hat noch 46 von 120. Ja, dann ist er ja keine Chance. Mach auf! 33. Ich geh da jetzt 20. rein, Achtung, er kommt jetzt raus. Ja. Ich kann ihn auch gar nicht treffen. Da, für mich ist er unsichtbar. Der hat irgendwie nur eine Diamant-Axt und Moment, hier sind ja Kuhn, hier sind eine Truhen. Oh du meine Güte, was ist da alles drin? Ich hab doch keinen Platz. Iron Wood ist da nur drin. Iron Wood Plates. Bei dir was Besseres drin? Nee, ein Firefly. Das soll das hier sein? Entweder ist Iron Wood ganz toll oder das ist ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Das war doch nicht der Boss. Na, ich bitte dich. Nein, 100, wir haben ja schon Bosse gehabt mit mehr als 150 HP. Komm. Der. Hier ist die Party, wir sind nicht durch. Meinst du, dass da noch irgendwas kommt, was toll ist? Ja, also, hat der wirklich gesagt, der Pilzkuh ist Boss? Ja, ich meine schon. Oh, ist doch Hammer, geh da mal alle weg hier. Bei der Wahnsinn. So, ich mach mal Licht. Ist aber schon irgendwie dann doof, wenn das der Boss war. Ja, also, das kann's nicht sein, nein. Ich glaube, wir trennen uns jetzt doch nochmal, hm? Okay, wenn wir uns. Wenn wir uns doch nochmal trennen, dann renne ich jetzt durch. Können wir machen. Irgendwann müssen wir dann versuchen, da rauszukommen. Hallo Creeper! Oh Gott, hier ist was los. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe. Ich sterbe. Das hätten wir uns doch nicht trennen sollen. Warte, ich eile zu dir. Ich schaff das nicht mehr. Du links lang oder rechts lang gegangen? Ich bin sie nochmal losgeworden. Also sie verfolgen mich zumindest gerade nicht mehr. Ah, ich sehe dich. Aber hier war, glaube ich, gerade. Erstmal müssen wir wieder die Masse hier an. Ey, der hat mir tatsächlich mein Schwert geklaut. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Kann ich doch. Ja. Ah, der ist verzaubert. Achso, der hat dir bestimmt dein Schwert geklaut, oder? Ja. Hey. Hab's wieder. Der Wahnsinn. Er waren halt mehrere Verzauberte auf einmal unterwegs. Also denkst du, dass das Ironwood-Gedöns nicht wichtig ist? Naja, vom Namen her würde ich das jetzt nicht besonders wichtig einschätzen. Naja. Er ist schlecht. Weißt du, ich räume jetzt hier mal einen ganzen Käse, den ich hier so im Inventar habe, mal weg. Von dem ich denke, dass wir es nicht brauchen. Und die Leute wieder schreiben werden, dass es wichtig war. Hört sich nach einem Plan an. Moment, ich habe hier noch was liegen lassen. Ah, dieser Stress hier, das ist so der Wahnsinn. Aber wir haben den Hexical Diamond, das ist super. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt was gefunden habe oder ob einfach nur die Konstruktion des Dungeons es nicht anders erlaubt. Warum? Ich habe hier ein Eisengitter gefunden und dahinter ist alles schwarz. Es kann ja sein, dass das Endstein sozusagen ist, weil einfach der Dungeon halt einfach
zufällig ja irgendwo bestimmt spawnt. Ah, nee, war einfach nur... Hat es jetzt hier einen Creeper zu lassen? Ach so. Ich höre das auch. Aber ich höre deinen Namen nicht. Hier explodieren die ganze Zeit Sachen hinter der Wand. Hier explodiert irgendwas. Wow! Hinter der Wand war noch ein Gang und da sind gerade ganz viele Creeper hochgegangen. Ah, verstehe. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier explodiert und mich hat es auch voll ausgehoben, aber ich wusste nicht, was da jetzt gerade abgeht. Und so, hier ist noch eine Schaufel. Ach, ich nehme das mal weg. Ich sage also ich habe noch so ein... ich habe es geschafft, einmal im Kreis dann zu rennen. Ich bin wieder an dem, in Anführungsstrichen, Bossraum. Na, gut. Okay. Na, ich schaue dann mal, dass ich da zurückkomme. Erstmal hier die ganzen Schleime killen. Dann glaube ich, gehen wir raus hier, oder? Ja, wir sollten wieder raus. Aber wie? Einfach nach oben buddeln? Naja, theoretisch könnten wir dann einfach nach oben fliegen. Wenn wir finden, wo es hochgeht. Fliegen? Ja, mit dem Stab. Fliegestab? Ja, aber wir werden den Anfang, glaube ich, nicht mehr finden. Meinst du? Und auch wohl wieder. Ich glaube, ich futter mal eben. Dass ich jetzt schon wieder Erfahrungspunkte gesammelt habe, das ist ja nicht mal feierlich. Ich schau mal, ob ich die finde. Oder Moment, ist das ja mal eine Creeper-Explosion gewesen? Ein anderer Raum? Es könnte sogar noch ein anderer Raum sein mit Kisten, obwohl... Na, hast du den Knall gehört? Drin. Ja, ganz viele, also sind relativ viele explodiert. Ich sehe deinen Namen, du bist sehr weit weg. Es geht. Jetzt mal woanders hin. So. Ah, doofe Fliege. Pack mal die Fliege hier weg. Ah, geh weg. Ach, so ein Boss-Viech. Ach, super. Und weg ist es. Ah, oh, das ist ja... Oh, oh. Oh, oh. Ich werde gerade voll umzingelt hier. Ich laufe mal eben. Okay, bin noch davon gekommen. Sie sind gerade voll auf mich abgegangen. Ich dachte mir so, das schaffe ich nicht mehr. Ich wäre jetzt beinahe ziemlich nach hinten losgegangen. Ich finde ich leider nicht. Na, ich glaube, ich schaffe schon so ein bisschen. Hier. Ah, gut. Wenigstens die Schleime, wenn man killt, die droppen wenigstens so viele Herzen. Der Vorteil an den Viechern. So, ich habe einen dunklen Gang gefunden. Obwohl hier eine Fackel eigentlich gewesen wäre. Naja. Das war ein kleiner Schleim, da war wohl schon jemand von uns. Bist du durchgelaufen ich bin ohne Fackel? Dir. Echt? Ich hab dich jetzt. Ah, das Viech hat mich wieder gepackt. Hi! Hallo. Hier ja. Aus der Richtung kam was Großes. Aber boah, das kann man ja gar nicht abbauen. Da war so ein Grollen. Echt? Hm? Ah, wie das Viech überpackt, ist so nervig. So. Stimmt, wir können uns gar nicht nach oben buddeln. Wieso? Weil wir durch die Decke nicht durchkommen. Aber ich habe doch das Gedönszeugs auch schon mal weggebaut. Ja, dann hau mal 5 Minuten auf einen Block. Wir müssen bestimmt so 20 oder 30 hoch. Ja, ist doch super. Also wir müssen jetzt den Ausgang finden. Ach, da ist Endstein dazwischen. Oh, ist das mies. Ja, wollen wir vielleicht irgendwie jetzt immer links lang gehen? Ich bin dafür, jeder auf gut Glück. Warum fiebst du? Was fiebst? Ich brenne. Du fiebst. Was ist denn fiepen? Ja, fiepen, piepen, fiepen, Störgeräusche, Hintergrund, Rauschen, nur anders. Der Ventilator ist an, die Klima ist aus, mein Handy ist nicht am... Eigentlich dürfte da nichts sein. Das hört sich an, wenn du einen ganz leisen Wecker nehmen würdest. Einen ganz leisen was? Wecker. Nee, einen Wecker besitze ich nicht. Ah. Was okay. Ist denn immer noch? Nö, jetzt ist wieder weg. Vielleicht war ich auch bei dir. Das war bei dir immer, wenn du gesprochen hast, war das da. Vielleicht war es einfach nur Zufall, dass das genau war, wenn ich gesprochen habe. Ich glaube, ich sterbe diesmal. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Bist du denn? Oh Gott, 10 Millionen von ihnen greifen mich an. Weil du aber auch noch sagen musstest, jeder versucht, ja, mir nichts selbst was zu tun. Du bist so ein Chaos-Pilot, ey. Wahnsinn. Ich find da bin jetzt schon raus. Wieder an dieser blöden Kammer. Ich habe eine Cobblestone-Kammer gefunden. Und da hinten ist ein Spawner. Cobblestone-Spawner? Na, Cobblestone-Spawner, ey. Und dahinter ist eine Kiste. Ist ja cool.
Darf ich mal die Erfahrungspunkte haben? Danke. Ich hab den Weg zurückgefunden. Ich hab den Weg zurückgefunden. Dafür hab ich nicht ne Kammer gefunden. Da war Kobbel. Oder da ist Kobbel. Und was dahinter? Na. Shiny irgendwas? Braucht wahrscheinlich kein Mensch. Und hier ist es dunkel, das heißt, hier ist noch nie jemand lang gegangen. Uah. Hört mal auf mich zu schießen, ihr Idioten! Hahaha, ha, ha, der eine Käfer hat den anderen Käfer gekillt, haha! Ja. Mist, bei meiner Taktik gab es ein Problem. Ich habe zwar den Anfang des Weges zurückgefunden, aber durch diese ganzen Creeper-Explosionen sind neue Gänge entstanden, die es jetzt unmöglich machen, das irgendwie zurückzuverfolgen. Und jetzt, glaube ich, renne ich im Kreis. Ich habe auch den Ausgang gefunden. Boah! Ja, diese Creeper-Explosion finde ich den echten Ausgang nicht mehr. Es war ganz in der Nähe, wo der Kobbel war. Und hier kommen gerade lauter Minotauren, Viecher, Gedöns, Stier, Kopf, Deppen. Geh da mal weg hier! Bom. Wo ist ein Dalu, wenn man einen braucht? So viel zum Thema, du beschützt mich. Ja. Du bist doch weg. Wir sind noch immer hier im Labyrinth. So. Will hier raus, ich kann dieses... Ich verlaufe mich immer wieder. Ah, hier war ich auch schon. Hast du es geschafft? Was? Ich habe Feuerwerk gehört. Das bin ich, aber da geht's gar nicht hoch. Also da geht schon hoch, aber da kann ich nicht raus. Moment, ich habe Gesteingedöns dabei. Hier ist der Cobblestone-Raum. Oder die Wand. Moment, das ist Mossy Cobblestone. Bist du ganz unten? Ich bin an dem Cobblestone-Raum, den du gefunden hast. Ja, dann komm, warte mal. Dann müsstest du mich gleich sehen. Ich buddel mich jetzt nochmal nach unten. Na, ein Käfer. Ist gar nicht weit weg von hier, aber ich muss erstmal hier... Ich bin doch schon da. So, eh schon da? Ja, da geht's jetzt hoch. Und das Problem war? Dass man das Loch treffen muss, zum Rauskommen. Ich bin schon draußen. Ja, das ist klar, dass du das wieder triffst. Da baut sie sich hoch. Ich glaube ja, dass dein Stuhl mal geölt gehört. Wir haben schon einen neuen gekauft. Boah, das ist ja typisch, ne? Brauch ein neues Auto, meins ist dreckig. Ja. Wenn mein Rechner voll ist, kaufe ich mir auch einen neuen Rechner. Genau. Festplatte ist. Weil auf meinen Festplatten sind nur die Spiele drauf, die ich aktuell spiele und meine YouTube-Videos. Und ist der Rechner irgendwann wirklich mal voll, also komplett, dann hole ich einen neuen. Das ist sozusagen meine... speichere ich halt meine Videos drauf. Sehr schön. Ja. Ja, liebste Dalu, ich glaube, wir beenden den Part heute mal. Okay. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.